So, der Lazi, liebe Aquafreaks-Gemeinde, ich möchte euch jetzt mein Non-Buna-Becken vorstellen. Das Becken hat die Maße 1,60 m, 70 m tief und 60 m hoch. Gefiltert wird das Ganze über einen Mehrkammer-Innenfilter. Drei Kammern sind das. In der ersten Kammer befinden sich, der ist hinter diesem Modul da, Schwarzglas, vielleicht sieht man es jetzt, wenn man da von der Seite, das Licht da, aber man sieht es jetzt einfach nicht. Ja, ist egal. Auf alle Fälle sind da im ersten sind Matten drin, auch klein geschnitten, so in kleine Rechtecke, um eine größere Filterfläche zu erreichen. In der zweiten Kammer sind Bio-Crystal, das sind so Steine, sind das. Ganz leicht, sehr porös, wahnsinnige große Siedlungsfläche für die Bakterien sind da drin. Und in der dritten Kammer, das ist dann die Klarwasserkammer, da ist dann eine Pumpe, eine EHM Compact 2000. Die ist jetzt gedrosselt auf ca. ich schätze mal 1500 Liter, kann man schlecht sagen. Gell? Und da oben, da sieht man dann den Auslass. Okay, also die Steine, das ist Granit, das ist von einem Entsorgungsunternehmen bei uns aus der Nähe. Das sind so Wasserbausteine, ja, die wo in der Isar oder so werden die verbaut. Und da habe ich die her. Und 300 Kilo für 10 Euro, wunderbar, passt. Mehr braucht es nicht. Die Rückwand, die ist geteilt, seht ihr ein bisschen, das ist auch noch so ein Modul, hat ein Freund des Hauses in Handarbeit hergestellt. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass er mir das gemacht hat. Eine Kryptokorine, da sind noch so ein bisschen so die jämmerlichen Überreste, hatte ich drin, möchte mal wieder reinsetzen, weil es einfach was Schönes ist. Hat jetzt aber am Anfang kein Glück damit. Das Ganze steht auf einem selbstgemauerten Unterschrank mit zwei Türen, Küchenplatte mit 38 mm oder 36 mm Stärken und dann noch Dings drunter, ja, Styroporplatten. Genau. Der Kies, das ist von Novacell, das ist ein Flusssand, 0 bis 8 mm drunter. Das Ganze ist aufgebaut auf einer Plexiglasscheibe mit 2 mm Stärken. Gelangt vollkommen, habe ich bis jetzt in einem jeden Becken gehabt, reicht. Ein Heizstab habe ich drin, an 300 Watt, den habe ich jetzt allerdings im Sommer ausgeschalten, braucht es nicht. Halt meine Temperatur wunderbar bei 25, 26 Grad. Beleuchtet wird das Ganze, mal von oben drauf schauen, zweimal 375 mm lange Lumlight, kaltweiß, kaltweiß RGB und dann noch ein altes Modell von LED Aquaristik, die Polar, 100 cm Leiste und das Ganze wird gesteuert über den TC420. Zum Besatz, es schwimmen bei mir 2:3 Placidochromis Phenochilus Gisselli, dann 1:1 Cyanochromis Freyeri, dann 1:2 Myelochromis Melanotenia, bis jetzt noch 1:1 Placidochromis Special Reef, da kriege ich noch zwei Mädel vom Martin Münch aus Wolfratshausen. Dann habe ich noch 1:2 Protomelas fenestratus maleri, dann 1:4, da sieht man eben gerade schon mal, an Copa di Chromis Borlei Kata Bay und dann habe ich noch 1:2 an Alunocara Valteri. Das müsste uns gewesen sein.
das Ganze. Und dann habe ich noch 5, 6, 7, irgendwas sowas, Synodontis lucipinis. Und ja, es schwimmt bei mir auch ein Antennenwels im Becken. Und das ist gut so. Ich bin der Meinung, dass einfach diese Nachzuchten, die im deutschen Wasser großgezogen sind, die x-te Generation, dass sie die einfach da gewohnt haben. Also, und bei jedem Züchter sieht man Antennenwelse oder andere Elwelse, die das Wasser abkönnen, rumschwimmen, weil es einfach auch der Beckenhygiene dient. Wenn ich mir das vorstelle, am Bunabecken, dass da irgendwo hinten inzwischen die Storner ein Fisch verrottet, bis der verwest ist, dabei haben den die Antennenwelse weggeknabbert. Ist aber meine persönliche, bescheidene Meinung dazu und zu der stehe ich auch. Okay? Also, ich hoffe, es gefällt euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao.